Ja, liebe Zuschauer, diesen Blumenstrauß der Woche bekommt heute die Barbara Kopiers aus Reichenbach vom Geschäft Schickimicki hier in der Zenkergasse. Diesen Strauß hat sie mehr als verdient, weil sie über viele, viele Jahre wunderschöne Zuckertüten für die Schulanfänger befüllt. Und deshalb sollte sie diesen Blumenstrauß jetzt mal bekommen. Und wir gucken jetzt mal, ob wir sie überraschen können. Also mitkommen. Haben. Und den gebe ich Ihnen jetzt erst einmal, liebe Barbara Kopiers, das sind Sie vom Schickimicki-Geschäft. Und es gibt auch noch einen Brief und den möchte ich natürlich noch vorlesen. Oh, der ist für Sie. Danke. Bitte schön. Ja, liebes VRF-Team, ich würde gerne Frau Barbara Kopiers, Inhaberin vom Schickimicki-Geschäft in Reichenbach in der Zenkergasse, für den Blumenstrauß der Woche vorschlagen. Wie in jedem Jahr arbeitet sie auch in diesem Jahr zurzeit wieder auf Hochtouren, um für viele Kinder in unserer Region und auch deutschlandweit die schönsten Zuckertüten zu füllen und liebevoll zu dekorieren. Derzeit arbeitet sie an 7 Tagen in der Woche, um alle Bestellungen zu realisieren. Selbst für Kunden, die auf den letzten Drücker kommen, arbeitet sie bis spät in die Nacht, um auch diese Zuckertüten noch pünktlich fertig zu bekommen. Deshalb möchte ich mich im Namen aller Eltern und Schulanfänger, die in den Genuss kommen, eine von ihr liebevoll gestaltete, einzigartig gebundene Zuckertüte zu erhalten, recht herzlich bei ihr zu bedanken. Ich hoffe, sie bleibt uns noch viele Jahre erhalten, denn man kann sie und ihr Geschäft wirklich weiterempfehlen, indem man für jeden Anlass Geschenkideen aller Art findet. Vielen, vielen Dank. Ich bin überwältigt. Vielen Dank. Dankeschön. Und also im Namen meiner ganzen Mitarbeiter freue ich mich sehr, dass das so geachtet wird. Aber ich muss dazu sagen, die kleinen Kinder, wenn die dann so ganz strahlend ihre Tüten bekommen, das ist schon eigentlich der beste Lohn.